Das Viertelfinale in der Champions League steht an mit den Partien Sevilla gegen Bayern und Juve gegen Madrid am Dienstag, am Mittwoch dann Barcelona gegen Rom und Liverpool gegen Manchester City. Die Timelinks seht ihr hier, tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie ein Abo oder eine positive Bewertung. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Prognose, los geht's mit Sevilla gegen Bayern. Den vermeintlich leichtesten Gegner hatte der FC Bayern in der Champions League im Viertelfinale zugelost bekommen, aber nicht zuletzt durch den Anblick dieser Aufstellung und der Ergebnisse von FC Sevilla sollte klar sein, dass diese Mannschaft nicht zu unterschätzen sein darf. Und das ist auch dem FC Bayern München bewusst, die hier mit voller Kapelle anreisten und auch zu 100% die Einstellung lieferten und dementsprechend erfolgreich und souverän in die nächste Runde einziehen wollten. Klar, es hätte deutlich schwerer kommen können, nichtsdestotrotz, der FC Sevilla muss auch erstmal bezwungen werden. Aber sie begannen gut und starteten besser in die Partie. Ribéry mit dem ersten Torschuss. Nach 4 Minuten die erste Möglichkeit, allerdings noch kein Problem für den Keeper von Sevilla. Aber der FC Bayern machte hier nach wie vor die Partie. Sevilla kam nicht richtig ins Rollen und Bayern wurde stärker. Ribéry mit der Übersicht auf Thomas Müller. Wunderbares Tor. 4. Saisontor in der Champions League. Keine halbe Stunde gespielt. Der FC Bayern München war in Führung. Und hochverdient macht Thomas Müller, der auch schon im Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien ein wunderbares Winkeltor geschossen hat, hier den Führungstreffer für den deutschen Rekordmeister. Da hat er zu viel Platz. Ribéry mit der Übersicht ist im Strafraum und dann ist Müller viel zu frei, bekommt er zu viele Räume. Und wenn der die Zeit hat, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Der war zu platziert, keine Chance, den zu halten. Und nur wenig später die nächste Möglichkeit für den FC Bayern direkt zu erhöhen. Franck Ribéry verliert da erstmal den Ball, allerdings kriegt er den von Kier direkt wieder. Sergio Rico erstmal mit der Parade, dann kriegen sie den Ball nicht geklärt. Und Thiago versucht es nochmal, haut den Ball dann allerdings drüber. Doppelchance für den FC Bayern. Aber dieses 1:0 war ihnen nicht genug. Sie spielten weiter nach vorne, Sevilla kam nicht zum Atmen. Das wohl auch die Vorgabe von Jupp Heynckes und dann Arturo Vidal 0:2. Für ihn das erste Champions League-Tor in dieser Saison und damit das hochverdiente zweite Auswärtstor für den FC Bayern, das noch sehr wichtig werden könnte. Sevilla war bedient. Kein guter Auftritt, auch wenn sie hier gegen einen klar stärkeren Gegner antraten. Das, was man aus Bayern sich befürchtet hatte, einen kampfstarken Gegner, hatte man hier bislang noch nicht gesehen. Und auch im zweiten Durchgang war der FC Bayern weiterhin klar dominant. Joshua Kimmich bringt den Ball in die Mitte. Dann Sebastian Rudi, der eingewechselt worden war, mit dem ersten nennenswerten Abschluss im zweiten Durchgang. Allerdings auch einige Meter vorbei. 68. Spielminute, Wagner auch mittlerweile eingewechselt, im Zusammenspiel mit Martinez, 0:3, der FC Bayern macht den Deckel drauf. Zweites Champions League Saisontor und es scheint wieder für den FC Bayern im Hinspiel schon die Entscheidung zu geben, gegen Besiktas ja 5:0 gewonnen, hier jetzt schon 3:0, auswärts auch noch, also eine viel bessere Ausgangslage als dieses 0:3 könnte man kaum haben. Aber Sevilla gab sich nicht auf und meldete sich dann auch mal zu Wort. 73. Spielminute. Muriel, Luis Muriel, wunderbares Tor. 1:3 nur noch. Und plötzlich war hier wieder ein bisschen Leben in der Bude. 1:3 also. Das ging deutlich zu einfach. Eine Körpertäuschung. Süle lässt sich da abkochen. Und Hummels mit der Grätsche kommt nicht mehr an den Ballrand. Für Sven Ulreich ist da nicht zu halten. Der schlägt wunderbar ein und plötzlich der FC Sevilla davon wie aufgeweckt. Und direkt die nächste Möglichkeit. Viertelstunde knapp jetzt noch zu gehen. Nolito mit der Übersicht und der Abschluss. Sven Ulreich pariert den Ball, verhindert damit das
zweite Tor vom FC Sevilla. Und dabei blieb es dann im Endeffekt auch. Der FC Bayern setzt sich mit 3:1 durch. Das eine Tor von Sevilla war unnötig. Nichtsdestotrotz mit diesem 1:3 sollte der Einzug ins Halbfinale nur noch Formsache sein. Wohl mit die ausgeglichenste Partie im Viertelfinale der Champions League stand am Dienstagabend an. Juventus Turin empfing im Allianz Stadium Real Madrid im 4-3-3. Gewohnt sollte es gegen die Königlichen aus Spanien rangehen. Buffon im Tor. Na klar, Chiellini nur angeschlagen auf der Bank, war nicht ganz sicher und dementsprechend nur als Ersatz dabei. Real Madrid im 4-4-2, Ronaldo, Benzema im Sturm, die volle Mannschaft war dabei, das volle Aufgebot. Konnte Zinedine Zidane auflaufen lassen. Die erste Möglichkeit nach 12 Minuten bot sich dann den Gästen. Cristiano Ronaldo macht sich zum Freistoß bereit, atmet noch einmal tief durch die Vierermauer, stellt sich der Winkel nicht optimal. Dementsprechend bringt er den in die Mitte, Sergio Ramos, und der senkt sich ganz gefährlich, sodass Gianluigi Buffon, der 40-Jährige im Tor, sich richtig lang machen muss und den gerade so noch vor dem Tor retten kann. Schwer zu sagen, ob der sich noch gesenkt hätte oder auf die Latte gegangen wäre, aber Real Madrid macht hier weiterhin die bessere Partie. Ronaldo mit der Vorlage auf Lucas und der kann sich drehen und schließt ab. Buffon allerdings schließt den Ball wieder in seine Hände. Es war keine überragende Partie. Zwei Teams, die sich neutralisierten, was besonders Juventus Turin zugute kam. Allerdings konnten sie Real Madrid nicht komplett verhindern. Wie sollte man das auch schaffen gegen so eine Offensive? Cristiano Ronaldo nach Flanke von Marcelo direkt in die Arme, wieder von Buffon. Dann kam auch mal Juventus Turin nach vorne, über die linke Seite. Asamoah kann den Ball da relativ einfach zu Higuain spielen. Doppelpass mit Douglas Costa und 1:0. Für Juve aus dem Nichts das 6. Champions League Tor für den Argentinier. Ein Doppelpass, das ging dann zu einfach. Keine Chance mehr für Navas, der zu weit links stand, aber das hätte im Vorhinein deutlich besser verteidigt werden müssen. Wir springen in den zweiten Durchgang. Real Madrid lief diesem 1:0 jetzt hinterher. Cristiano Ronaldo am Freistoßpunkt. Ähnliche Situation wie im ersten Durchgang, allerdings jetzt aus etwas zentralerer Position. Er atmete tief durch, visierte die Kiste an. Diesmal kein zweiter Mann. Ronaldo und Gianluigi Buffon mal wieder zur Stelle. Muss sich da lang machen. Der Ball wäre aber, wie wir hier in der Wiederholung sehen, auch über den Kasten gegangen. Geht er allerdings auf Nummer sicher. Muss sich nicht großartig anstrengen. Nichtsdestotrotz ein richtig exzellenter Rückhalt auch an diesem Abend. Der anschließende Eckstoß. Isco kann die Flanke bringen und Gareth Bale testet mal wieder den alten Mann im Kasten von Juve. 20 Minuten jetzt knapp noch zu gehen. Real lief die Zeit davon und Juve kam mal wieder nach vorne. Paulo Dybala allerdings trifft er hier nur den Rücken von Varane und dann ist die Situation geklärt. Der hätte durchaus passen können, allerdings, wie gesagt, der Rücken von Varane war dazwischen. Und jetzt nur noch 5 Minuten zu gehen. Real Madrid auf dem Weg nach vorne. Benzema legt den Ball nochmal rüber und Gareth Bale vergibt die letzte Möglichkeit der Partie und scheitert mal wieder am überragenden Buffon. Das war's also. Juve mit einer sehr guten Ausgangslage fürs Rückspiel. Nichtsdestotrotz, für Real Madrid ist hier noch lange nichts verloren. Im Santiago Bernabeu kann das dann wieder ganz anders aussehen. Sie waren heute die bessere Mannschaft. Allerdings steht auf dem Papier im Endeffekt was anderes. Der FC Barcelona empfing am Mittwochabend die AS Rom. Und für den FC Barcelona sollte es gegen die Roma natürlich klar ins Halbfinale gehen, mit Sevilla wohl das einfachste Los, in Anführungszeichen, wenn man davon in der Champions League noch sprechen kann. Natürlich hätte es deutlich schwerer kommen können, ebenfalls für FC Barcelona gelten, wie für den FC Bayern. Nichtsdestotrotz, diese Mannschaft
ist nicht zu unterschätzen. Nicht zuletzt wegen der offensiven Dreierreihe um Sharawi, Dzeko und Ünder, der in dieser Saison sehr gut drauf ist. Barcelona trotzdem Favorit. Sergi Roberto mit dem Ball im Strafraum auf Ousmane Dembélé. Der kann den Ball da lange halten. Dann mit Messi im Zusammenspiel. Erste Möglichkeit. Alisson allerdings kann den Ball ohne größere Probleme festhalten. Doch FC Barcelona, klar, die spielbestimmende Mannschaft. Rom war erstmal auf Verteidigen ausgelegt. Das konnten sie ganz gut machen. Allerdings gab es immer wieder kleine Unachtsamkeiten. Und dann kamen auch die Chancen für Barcelona. Pfostenschuss von Paulinho. Der anschließende Einwurf. Nächste Aktion. Messi und wieder Alisson zur Stelle. Es war Stand jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber das erste Tor erzielen würden. Sie gingen allerdings fahrlässig mit ihren Chancen um und teilweise scheiterten sie eben am guten Rückhalt der Roma. Zweiter Durchgang, weiterhin der FC Barcelona Spiel bestimmt. Rom kam nur zu kleinen Möglichkeiten und dann Messi nach 55 Minuten. Langsam musste das 1:0 her. Ansonsten, wie heißt es so schön, rächt sich das ganz bitter im Endeffekt. Und dann kam auch AS Rom mal nach vorne. Edin Dzeko mit der Übersicht über die linke Seite. Sharawi auf Nainggolan und Nainggolan Zeste Cillessen das erste Mal nach 68 Minuten wirklich ernsthaft mit einem Schuss aufs Gehäuse. Der hätte gepasst oben links, aber Cillessen, der den angeschlagenen Ter Stegen im Startaufgebot vertrat, mit der Parade. Hier allerdings kann er den Ball nicht richtig abwehren. Nach der Flanke von Schick. Und dann Sharawi wieder. Cillessen jetzt, der nach seiner unzureichenden Faustabwehr den Ball im Endeffekt wieder aus dem Winkel kratzen muss. Und Rom wurde jetzt richtig frech. Vom FC Barcelona kam wenig. 5 Minuten dann vor dem Ende. Nainggolan über die linke Seite. Sharawi mit der Hereingabe. Kevin Strootman 0:1. Der FC Barcelona in Schockstarre. Erstes Champions-League-Tor für Kevin Strootman. Und was für ein wichtiges, das so essentielle Auswärtstor war geschossen. Nainggolan über die linke Seite. Sharawi, flache, scharfe Flanke. Jordi Alba kommt zu spät mit der Grätsche. Und Cillessen ist chancenlos. Unglaublich. AS Rom stellt die Partie auf den Kopf. Allerdings im zweiten Durchgang auch deutlich besser. Nachspielzeit. Barcelona rannte jetzt an. Mussten sie natürlich auch. Letzte Aktion der Partie. Denis Suarez kann sich da mit einer Körpertäuschung zu einfach durchsetzen. Suarez! Und das war's. Die letzte Möglichkeit der Partie wird vergegen, ganz knapp. Verhaut er den Ball und so setzt sich die AS Rom mit 0:1 durch. Gute Ausgangslage für das Rückspiel im Olympiastadion in Rom. Das dürften sich die englischen Fans natürlich ganz anders vorgestellt haben. Im Achtelfinale noch 4 englische Teams am Start. Mittlerweile sind es nur noch 2 und im Halbfinale ist klar, steht nur noch 1, aber das steht dann sicher. Liverpool gegen Manchester City, das heißt Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola. Die Frage war, wer kann sich hier durchsetzen im Taktikduell? Man City gegebenenfalls leicht favorisiert, auch in der Liga weit davon gezogen. Nichtsdestotrotz, Liverpool startet hier überragend in die Partie. Milner ist das, der den Ball auf die rechte Seite bringt. Salah völlig frei. Traumstart für Liverpool. 7. Champions-League-Tor für den Ägypter. Und was für ein Auftakt für den FC Liverpool. Damit hatte keiner gerechnet. Die erste Möglichkeit der Partie führt direkt zum Treffer. Alberto Moreno, der Glück hat, dass Milner der Ball dann vor die Füße fällt. Und Salah ist völlig frei. Bravo im Tor ist machtlos. Zu platziert dieser Schuss und der Auftakt nach Maß für Jürgen Klopp und seine Elf. Dann kam Manchester City nach einer halben Stunde nach einem Eckstoß gefährlich nach vorne. Kurz ausgeführt. Kevin De Bruyne, der den Ball da lange halten kann und dann im Endeffekt in die Mitte bringt auf Bernardo Silva. Und da fehlt richtig
wenig. 32. Spielminute, Man City wurde besser, das 1:1 hätte hier durchaus fallen können. Karius fliegt vergeblich, muss sich aber auch nicht beweisen. Vor der Pause aber nochmal der FC Liverpool mit der Möglichkeit. Mané legt auf Oxlade Chamberlain. Wunderbare Abnahme, auch tolle Parade von Bravo, das kann man nicht anders sagen. Der hätte gepasst, gefährlich angedreht. Aber Claudio Bravo eben im Tor von Manchester City mit der Parade. Zweiter Durchgang startet ähnlich furios wie der im ersten. Kevin De Bruyne auf Sané, 1:1. So schnell geht das. Leroy Sané, 52. Spielminute. Sein erstes Tor in dieser Champions League-Saison. Und das wichtige Auswärtstor für Manchester City. Der Gästeblock war außer Rand und Band. Das ging auch zu einfach, wie schon beim 1:0. Viel zu viele Freiräume für die Angreifer. Und dann hat er die Coolness vor Loris Karius den Ball oben links in den Winkel platziert, reinzuhämmern. Stunde jetzt gespielt, Liverpool zeigte sich kaum geschockt vom Ausgleichstreffer. Lallana auf Danny Ings, der eingewechselt worden war. Nach 61 Minuten mit der Möglichkeit zum 2:1. Der Ball ging allerdings noch deutlich rüber. Doch sie näherten sich jetzt mehr und mehr an. Liverpool wurde wieder stärker. Alberto Moreno bringt den Ball in die Mitte auf Adam Lallana. Und Achtung, Adam Lallana, 68. Spielminute. Auch sein erstes Champions-League-Tor. Und was für eins. 68. Spielminute. Der hämmert den Ball in den Winkel. Als wäre das hier ein Freundschaftsspiel. Keine Chance für Bravo, der hat natürlich zu viel Platz, aber von der 16er Kante hat er die Klasse, den Ball da oben rechts reinzubringen. Wunderbares Tor. Und Bravo streckt sich vergeblich. Also wieder Liverpool in Führung mit 2:1. Und sie bekamen die Möglichkeit, noch einen draufzulegen. Nächste Möglichkeit, Moreno. Allerdings scheitert er am Rücken von Silva. David Silva an der luftigen Frisur zu erkennen. Aber Manchester City kam auch nochmal. Sie haben schon ein Auswärtstor, ein zweites wäre noch deutlich mehr wert. Gabriel Jesus allerdings vergibt die letzte Möglichkeit. Loris Karius ist zur Stelle und hält den Sieg für Liverpool fest. Damit gute Ausgangslage für Liverpool im Rückspiel. Nichtsdestotrotz, ein Auswärtsgegentor ist immer trügerischer, als man zu meinen scheint. Also Manchester City noch nicht sicher draußen, die bessere Ausgangslage. Nichtsdestotrotz hat der FC Liverpool und Jürgen Klopp. Jo, hier seht ihr nochmal in der Übersicht alle Ergebnisse und meine Tipps dazu in weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo oder über einen Daumen freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Viel Spaß mit der Champions League. Macht's gut, bis dann und ciao.